Der letzte Event der diesjährigen Champions Chess Tour läuft aktuell und wir sind schon im Finale des Losers Bracket. Also es wird ja quasi eine Double Elimination gespielt. Also wenn man mal ein Match verloren hat, nicht so schlimm. Man kann auch noch im Losers Bracket weiterspielen. Und das Finale quasi dieses Losers Bracket, das wurde gespielt zwischen Maxim Vaschir-Lagrave und Jan Nepomniachtchi. Und wir gucken uns mal die erste dieser zwei Schnellschachpartien an, denn das ist für mich ein Meisterstück. Das ist zwar Rapid 15 plus 3, aber das ist ein positionelles Meisterwerk. Und macht euch selber ein Bild und stimmt zu oder auch nicht. Ich wünsche euch jedenfalls viel, viel Spaß mit der folgenden Partie. Hallo, liebe Schachfreunde, willkommen zurück bei Chesselize Gunnis YouTube-Kanal. Ihr merkt schon, die Videos sind immer ein bisschen später am Abend. Das ist einfach nur der Tatsache geschuldet, dass die Champions Chess Tour auch relativ spät spielt und natürlich dann auch die Partien entsprechend spät oder die Matches entsprechend spät beendet sind. Deswegen müsst ihr ein bisschen Geduld mitbringen. Zum Beispiel auch die aktuell laufende Junior-Weltmeisterschaft in Mexico City. Die spielen ja auch erst nachts, also unserer Zeit nachts. Also deswegen, ich bin am Beobachten, ich bin am Gucken und habe mich jetzt erstmal entschieden, Maxim Vaschir-Lagrave gegen Jan Nepomniachtchi. Und wie macht man aus nichts viel? Das ist ein Paradebeispiel. Das ist wirklich, also ich habe diese Partie sowas von genossen. Wir wollen ja immer taktisches Gemetzel sehen und tolle Kombinationen, klar. Aber hier sehen wir halt alles, ja. Und das macht die Partie so bemerkenswert, wie ich zumindest finde. Wenn es euch gefällt, was ihr im Folgenden seht, dann lasst ein Abo da, drückt die Glocke, so verpasst ihr nämlich überhaupt nichts mehr oder unterstützt mich auch gerne mit einer Spende via PayPal. Und das hat zum Beispiel auch der Martin getan. Vielen Dank, Martin, für deine Spende an meinen Kanal. Hab mich sehr darüber gefreut. Du bist hier oben natürlich verewigt. So, jetzt gucken wir aber Schach und ich habe ja gesagt, aus wenig viel machen. Was meine ich denn damit? Also, es ist so, dass Maxim Vaschir-Lagrave schon die ganze Zeit über in diesem Turnier in echter Topform ist, aber natürlich Jan Nepomniachtchi auch. Der hat nämlich, dass er überhaupt in dieses Losers Final kommt, hat er noch mal eben Anish Giri aus dem Weg geräumt und das ist ja auch kein Kind von Traurigkeit. Also Wahnsinn, die beiden sind super in Form. Springer F3 hier. Und Jan Nepomniachtchi wählt die Petrov-Verteidigung, russisch auch genannt. Und das ist ja auch seine wie sagen wir, Leib- und Magen-Eröffnung. Das hat er ja schon im WM-Kampf gegen Magnus Carlsen gespielt. Also, wenn sich jemand auskennt hier in der Petrov-Defense, dann sicherlich Jan Nepomniachtchi. Na gut, also das ist die Hauptvariante. Man nimmt hier raus auf E5. Ne? Und Schwarz antwortet normalerweise immer mit diesem Zug D6 hier. Ja, also man vertreibt den Springer aus dem Zentrum und der geht in der Regel nach F3 zurück. Aber man kann auch anders spielen. Maxim Vaschir-Lagrave benutzt hier eine andere Variante, nämlich Springer D3. Ist mir so ein bisschen bekannt, habe ich auch schon gespielt selber. Springer D3 nennt sich Martinowski-Variante hier im Russischen und das führt zu folgendem Ergebnis. Natürlich holt sich Schwarz erstmal den Bauern zurück, Springer E4, Dame E2, Dame E7 und Springer F4. Das ist die Grundstellung dieser Martinowski-Variante und die kann ich eigentlich den Weißspielern empfehlen. Es ist so ein bisschen was von der Nebenvariante, natürlich. Nicht wirklich, diese Spieler wissen das alles, die kennen das, ja. Aber man holt Schwarz ein bisschen aus den, ja, aus den bekannten Stellungen raus, die er im Russischen gewohnt ist. Hier zum Beispiel geht man zurück nach F6, Weiß spielt D4 und jetzt passiert der Damentausch. Und viele von euch werden sagen, ja, okay, toll. Also die Damen vom Brett so früh schon, wie sollen hier jetzt noch eine spannende Stellung entstehen? Bleibt mal dran, ich zeig's euch. Also, das hier ist, wie gesagt, tiefste Theorie. Hier gibt es Läufer F5 als guten Zug, natürlich, klar, dann würde C3 kommen und so. Oder Springer C6, ebenfalls ein guter Zug. Auch hier C3, ne, um diesen Bauern zu decken, der war jetzt angegriffen. Und Schwarz spielt D5 und befreit hier seinen Läufer, der nach D6 strebt. Ne? Der Läufer kann nach F5, das Feld E4 ist kontrolliert. Die Stellung ist ausgeglichen, aber
die birgt Potenziale. Das ist kaum zu glauben, wenn man da jetzt nur einen flüchtigen Blick drauf wirft. Es ist aber so, dass meines Empfindens nach Weiß etwas angenehmer steht. Es ist Druck auf dem D5, ja, aber zuerst mal spielt Weiß hier das ganz starke F3. Der nimmt nämlich dem Springer auf F6 wichtige Felder weg. Ja, ihr seht das ja, das Feld E4, das Feld G4 ist jetzt nicht mehr zugänglich. Das ist ein ganz starker Zug F3 und der manifestiert so ein bisschen den leichten Vorteil, den Weiß hier erscheinbar hat. Okay, es ist natürlich nichts Dramatisches, aber ich habe euch ja von einem positionellen Meisterwerk erzählt und noch können wir das nicht erkennen. Das stimmt. Aber jetzt schauen wir mal. Springer D8 hier, das ist ein guter Zug, weil man natürlich auch vielleicht nach E6 strebt, ja. Also Springer D8 ist ein sehr flexibler Zug. König F2 ebenfalls nachvollziehbar. Der Läufer geht nach D6. Und der Springer, jetzt müssen wir mal auf diesen Springer gucken. Liebe Schachfans, dieser Springer auf B1, das ist im Moment noch nicht entwickelt, ja, der Gaul. Und wo geht der hin? Der geht nach A3. Und jetzt müsst ihr euch mal im folgenden weiteren Verlauf der Partie die Route dieses Springers anschauen. Das ist schier nicht zu fassen. Deswegen Meisterstück. Zuerst mal spielt Schwarz C6. Ja, also das ist nochmal zusätzliche Verteidigung des D5-Bauerns hier. Alles wunderbar. Und der Springer zieht erneut. Der geht nach C2. Da hat er ein schönes Feld auf E3 erspäht. Mal gucken. Läufer F5, Entwicklung, macht Sinn. Ja, hier guckt mal auf C2, hängt ein Springer. Aber interessanterweise geht Maxim Bashira Graf jetzt nicht direkt nach E3. Das kann man natürlich auch machen. Da muss man nur ein bisschen rechnen. Ne? Ihr seht schon Springer E3. Ich zeige es euch ganz kurz. Ja, Läufer schlägt F4. Der Springer hat hier die Deckung unterbrochen. Aber natürlich kann man hier auf F5 nehmen. Aber nach diesem Tausch hier. Ja, ist es dann ganz schön verflacht. Ja, also da ist jetzt tatsächlich nicht mehr viel drin. Vielleicht im Verlaufe des Endspiels geht noch irgendwas, aber lassen wir das einfach mal. Interessanterweise ist Maxim Vachila Graf aber mit diesem Springer dazwischen gegangen. Und das ist ein verdammt guter Zug. Das ist ein verdammt guter Zug, denn jetzt muss Schwarz sich um so Aufstellungen wie G4, H4 kümmern. Es ist sehr, sehr, ich sag mal so, einschränkend für Schwarz, ja. Wenn Weiß zu diesen Zügen kommt, dann hat er tatsächlich einen spürbaren Vorteil festgetackert, ja. Das muss man so sagen. Und deswegen aus diesem Grund, also hier nehmen ist, kann sie jetzt auch nicht sein, ja, weil das Läuferpaar abgeben, warum denn? Aus diesem Grund hat Nepomniachtchi H5 gespielt. Das ist ein guter Zug, denn der verhindert diese Expansion hier am Königsflügel mit G4. Guter Zug. Aber so ein kleiner Nachteil von H5 ist, dass man das Feld G5 schwächt. Ja, und das nutzt Maxim Bashira Graf erstmal aus, spielt Läufer G5. Und hier auch schwierig zu entscheiden. Ich meine, wir können immer noch sagen, das ist alles fast symmetrisch und wo ist denn hier ein Vorteil zu erkennen? Naja, natürlich sagt der Computer hier, das ist ausgeglichen. Nur jeder ungenaue Zug kann so eine Bewertungsbar sofort irgendwie ausschlagen lassen. Es ist nicht so einfach, wie man glaubt. Also Läufer G5, okay. Und hier spielt Jan Nepomniachtchi Springer D7. Okay, der geht weg. Möchte nicht, dass die Struktur hier zerstört wird. Die Idee von Jan Nepomniachtchi ist sicherlich auch irgendwann mal H4 zu spielen. Ja, weiter die Einschränkung des weißen Königsflügels. Aber jetzt erstmal Springer E3. Der Läufer hängt, der geht zurück nach H7. Dieser Läufer hat seine Schuldigkeit so ein bisschen getan, hat den Springer von F6 nach D7 vertrieben. Der geht nach F4 und Maxim Bashila Graf sagt, naja, tausch doch, ja. Aber das Tauschen ist gar nicht gut. Ja, schaut mal, Springer schlägt F4. Und jetzt schauen wir uns mal diese zwei Springer, die offene E-Linie an. Das ist eine gute Stellung. Das ist eine bessere Stellung für Weiß auf einmal, ja. Und deswegen ist das Tauschen hier nicht gut auf F4. Jan Nepomniachtchi spielt hier König E7. Kann man sich auch denken, was ist das, ja. Aber das ist alles verteidigt. Und Maxim Vachila Graf sagt also, na gut, jetzt hast du deinen Läufer auf D6 verteidigt, ich tausche den trotzdem raus, der König nimmt
und ich spiele Springer F4. Mit einer ähnlichen Idee wie das, was ich euch gerade beschrieben habe. Diese beiden Springer sind wahnsinnig stark und die Idee ist es sicherlich, irgendwann mal diesen weißfeldrigen Läufer von Schwarz abzutauschen, vielleicht mit solchen Manövern und diese beiden Springer hier, die aktiveren Springer, auf die zu setzen. Außerdem hängt der H5. Ja, das dürfen wir nicht vergessen. Also muss sich Schwarz erstmal um den H5 kümmern. Der zieht nach vorne, wie eben schon angesprochen. G3 hier, und G5 von Jan Nepomniachtchi. Merkt ihr was? Die Stellung, die nimmt Fahrt auf. Die nimmt Fahrt auf und die ist alles andere als leicht zu spielen. Sie ist laut Engine, ich wiederhole mich da gern nochmal, ausgeglichen. Ja, okay, aber spielt das am Brett? Spielt das am Brett? Ich glaube, also das fühlt sich irgendwie nicht so an, als wäre das eine 0,0 oder so. Ja, es fühlt sich so ein bisschen nicht ganz klar an. Und so ist es denn auch. Also dieser Springer geht erstmal nach G2 und er provoziert Jan Nepomniachtchi hier H3 zu spielen. Das hat er auch getan. Ich meine, am Ende, jetzt hängt, der Bauer hängt ja auch. Ja. Also H3. Und der Springer geht nach E1. Erinnert ihr euch noch, was ich gesagt habe? Ja, die Route dieser Springer hier, schaut euch das mal an. Zack und zack und zack und zack und zack und nee, jetzt habe ich die falsche Route eingezeichnet. Aber genau, das war ja auch gar nicht der Springer, um den es ging. Es war ja der Springer. Genau, den sollten wir beobachten. Kommen wir noch dazu. Behaltet den Springer mal im Auge. Gut. Springer E6, okay, auch Schwarz kann jetzt ein bisschen Raum gewinnen und ein bisschen Aktivität reklamieren hier. Aber es kommt Läufer D3, das habe ich eben schon mal erwähnt, dass Weiß natürlich bestrebt ist, diesen Läufer abzutauschen. Und hier hat Jan Nepomniachtchi ganz schön lange reingeguckt, weil die Stellung ist sehr, sehr schwierig. Und ich kann euch sagen, ich hab so den Eindruck, dass Weiß hier deutlich besser steht. Inzwischen aus dem einfachen Grund auch, weil dieser Bauer auf H3, das ist eine langfristige Schwäche. Ja, also ihr müsst euch mal ein Endspiel vorstellen, wie schnell das geht. G4, König G3 und zack ist der Bauer weg. Also der ist auch schwer zu verteidigen. Beziehungsweise bindet er auch einen Turm, um den Bauern zu decken. Das ist schwierig für Schwarz und so ist es auch. Also Jan hat hier lang reingeguckt, er spielt Turm AF8. Und jetzt kommt dieses ganz starke Läufer F5. Man kann hier auch tauschen, ja, wäre okay. Also ihr wisst schon, hier tauschen und schlagen und den Springer hier nach F5 reinbuxieren mit dem Schach. König müsste wegziehen und Springer D3 hinterher. Und ihr seht schon, warum die weiße Stellung besser ist. Aktivere Springer. Okay, aber Maxim Vajislav Graf hat sich zu Läufer F5 durchgerungen. Okay. Und Jan Nepomniachtchi kann nicht wirklich tauschen. Dann haben wir ja das Problem mit diesem superaktiven Springer hier auf F5. Ja? Deswegen geht er dem Tausch aus dem Weg, spielt Läufer G8 und deckt diesen Bauern. Der ist ja auch gleichzeitig angegriffen. Also Läufer G8, ein hässlicher Zug, aber ein notwendiger Zug. Jetzt kommt Springer D3. Das ist für mich bisher eine perfekte Partie von Weiß. Also für mich kann man gar nicht besser spielen, und zwar aus rein positionellen Gesichtspunkten her. Aber gewonnen ist es natürlich noch nicht. Wir schauen mal, diese Aufstellung der schwarzen Figuren sieht verdächtig aus. Die ist ein wenig verkrumpelt, ja, und das zeigt sich auch. Also Jan Nepomniachtchi spielt Springer G7, greift diesen Läufer jetzt an. Und interessanterweise schlägt Maxim Vajislav Graf hier auf D7 raus. Das ist vielleicht die erste Ungenauigkeit. Also ich habe mir das mal angeschaut, der Computer will das alles gar nicht. Das interessiert den alles überhaupt nicht. Der will hier Turm HG1 spielen. Okay, also die Computer machen manchmal seltsame Züge. Maxim hat hier rausgenommen. König nimmt. Und Springer G4. Und jetzt habe ich euch ja schon zweimal gesagt, achtet mal auf die Route dieses Springers, der ursprünglich mal auf B1 stand. Passt mal auf. Es droht hier einfach Springer F6. Ja, und man kann auch nicht F5 spielen. Warum nicht? Ja, weil das wäre ein Schach. Der König muss irgendwo hinziehen und dann ist auch plötzlich eine Gabel da. Ah, dieser böse, böse Springer. Aus dem Grund hat Jan Nepomniachtchi korrekterweise F6 gespielt, damit diese Springer hier nicht zentral auf E5 eindringen können. Und der F6 ist ja auch gedeckt vom Turm. Okay.
Jetzt kommt Springer C5, Schach. Der König geht nach C8 zurück, deckt diesen Bauern natürlich, klar. Und Turm HE1. Und das ist schon ein böser, diabolischer Trick, wenn man so will. Man muss fürchterlich aufpassen. Schaut mal, wenn zum Beispiel Schwarz jetzt A-Tempo diesen Springer kicken will, dann gehen zum Beispiel Züge wie Turm E7. Und ja, wenn man hier nimmt, das funktioniert überhaupt nicht, weil dann hängt der G7 und diese Stellung wollt ihr nicht haben. Nur der Punkt ist, wenn man andere Züge macht, wie zum Beispiel Turm F7, ja, dann nehme ich raus. Dann nehme ich raus, Läufer schlägt F7 und jetzt gehe ich nach A6. Und diese Stellung bezeichnen die Maschinen als besser für Weiß. Der F6 hängt. Es ist unglaublich schwierig zu verteidigen. Man kann das machen, also eine Engine kann das wahrscheinlich verteidigen, aus menschlicher Sicht extrem schwierig. Also, es drohen ja auch solche Geschichten hier und da kann ich auch nochmal sagen, dieser Turm auf F8 ist überhaupt nicht gedeckt, ja. Also, wenn man sich das mal anschaut, zum Beispiel, ich habe keine Ahnung, wir spielen jetzt mal Springer F5 als Beispiel. Und dann kann man hier auch diesen Turm über die A-Linie entwickeln. A4, A5, A6 und solche Gesichter. Also, es ist eine Flexibilität in der weißen Stellung vorhanden. Okay. Jan Nepomniachtchi spielt erstmal Turm H7, deckt den Springer, ihr wisst warum. Und jetzt kommt Turm E2. Und ein jeder von uns, ja, der würde wahrscheinlich jetzt diese Türme hier verdoppeln. Oder? Nein, jetzt kommt erstmal B6. Gut, der Springer muss ziehen, Springer D3. Und König D7 aktiviert den Turm wieder. Ja. Und jeder von uns würde wahrscheinlich hier verdoppeln. Ich habe aber eben schon mal angedeutet, schaut mal, der weiße Turm kann auch hier stehen bleiben und das über die A-Linie regeln. Das ist Alpha-Zero-esque, ehrlich. Also das ist jetzt hier so stark, A4, weil die schwarzen Figuren, die sind am Königsflügel verklumpt. Ja? Und keine dieser Figuren hilft am Damenflügel. Das ist das, was man erkennen muss. Man hat es also geschafft, Schwarz hier irgendwie passiv zu stellen. Und jetzt switcht man auf die andere Seite des Brettes und versucht hier Linien zu öffnen. Es geht noch nicht mal um irgendwelche Freibauern, das auch. Aber also A5 kann man nicht zulassen. Ja? Und B5 geht nicht, weil dann hat der Springer hier ein für alle Mal das Überfeld. Also A muss Schwarz A5 spielen. Und jetzt kommt aber das ganz, ganz starke B4 hinterher. Weiß schafft es hier. Linien zu öffnen und den Turm zu aktivieren in irgendeiner Form. Es ist genug Zeit am Darmflügel, das ist so lehrreich, ja, am Darmflügel Linien zu öffnen. A schlägt B4, was sonst? Ansonsten nimmt Weiß, zack, und Turm B1, übel, ja. Also muss Schwarz nehmen hier auf B4. Und jetzt vorsichtig, vorsichtig, genau spielen. Liebe Schachfans, genau bleiben, immer genau bleiben, nicht mit dem Bauern nehmen. Wenn man hier mit dem Bauern nimmt, dann kippt die Sache plötzlich, denn dann kommt Springer E6 und huch, wie decken wir denn jetzt den D4? Nein, 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 genau bleiben. Deswegen ist es viel, viel besser, mit dem Springer hier zu nehmen. Und jetzt ist weiterhin die Gefahr, dass Weiß A5 zieht. Und das wird dann zu einem mächtigen Freibauern oder aber die Linie, die A-Linie öffnet sich für den Turm. Fantastisch gespielt von Maxime Bachier-Lagraf. Und der Jan Nepomniachtchi fällt nichts, also die Stellung ist schon schlecht für Schwarz. Und Jan Nepomniachtchi fällt nichts Besseres ein, als C5 zu spielen. Er versucht verzweifelt in irgendeiner Form seine Figuren zu aktivieren. Deswegen spielt er erstmal C5, ja, und greift diesen Springer an. Aber der geht einfach nach D3 zurück. Der geht einfach nach D3 zurück. Jetzt nimmt man einmal hier raus, C schlägt D4, C schlägt D4 und Springer E6. Das war die Idee von Jan Nepomniachtchi. Denn wieder ist dieser D4-Kollege hier ein Problem. Nur das Spannende ist daran, Maxim Vachier-Lagraf hat erkannt, dass dieser Bauer völlig wurscht. Interessiert ihn überhaupt nicht. Weil, wo spielt die Musik? Na, auf der A- und B- und C-Linie. Klar, erstmal Turm B2. So stark gespielt, ja. Okay, den D4 kann man nehmen, aber Weiß nimmt auf B6. Und jetzt haben wir genau das, was ich euch erzählt habe. Der Damenflügel ist geöffnet, der Bauer ist ein sehr gefährlicher Freibauer geworden. Und wie soll Schwarz sich hier verteidigen? Naja, wir spielen ja gegen den Weltklasse-Mann, Turm E7 und es droht Turm E2. Das will man vielleicht nicht unbedingt haben.
Aber Maxim Bashila-Graf spielt ganz ruhig. Turm A2 ist übrigens gar nicht der beste Zug, der wäre besser gewesen. Aber anyway, was soll's. Er verhindert das Eindringen des Turms und jetzt kommt Läufer E6. Und ja, der Zug geht, weil Springer C5 läuft so ein bisschen ins Leere. Ja, denn dieser Läufer ist zweimal gedeckt, wie ihr seht. Das heißt, hier könnte der König einfach nach C7 gehen. Und das ist jetzt irgendwie, ja, ist blöd. Also Turm B4 oder sowas, ja, dann gehe ich zurück nach C6. Dann ist so ein bisschen der Druck raus. Und hier gibt der Computer dann auch Ausgleich an schon, ja. Ihr seht, das hängt am seidenen Faden, am seidenen Faden. Korrekt ist Springer E3. Und diese beiden Springer haben in dieser Partie schon so oft gezogen. Unglaublich. Und Springer E3 ist ein so starker Zug. Erstens mal macht er die E-Linie zu, ein für alle Mal. Und er macht Druck auf den D5, ja. Und jetzt drohen tatsächlich irgendwann so eine Geschichte, wenn ich hier raustausche, hängt am Schluss der D5 und so weiter und so weiter. Boah, das ist eine Gewinnstellung für Weiß, ja. Aus dem gar nichts heraus. Turm A8, okay, was sonst? Und push 'em, Baby, natürlich. Bauern gehören nach vorne, die Freibauern. König E8, Jan versucht hier den König in Sicherheit zu bringen. Push 'em, Baby. König F7. Und Springer C5, jetzt schlusslich, nicht schlusslich, sondern schließlich und endlich Springer C5. Und diese Stellung ist nicht mehr zu verteidigen. Aber wie Maxim Bashier-Lagraf jetzt diese Position gewinnt, ist ebenfalls lehrreich. Denn wir haben ein positionelles Meisterwerk erlebt gerade eben. Und jetzt kommt noch die kleine Kirsche auf der Torte, jetzt kommt nämlich noch die Taktikkeule obendrauf, ja. Schaut euch das mal an. Die Türme sind jetzt wenigstens im Spiel. Der Jan Nepomniachtchi blockt erstmal den Bauern hier mit Turm A7. Und es kommt Turm D2. Und der Trick ist, dass dieser Springer ist angegriffen. Und Jan Nepomniachtchi beantwortet das mit einem Gegenangriff auf den Springer C5. Das heißt, ich nehme hier und Schwarz nimmt hier und blöd. Das Ding ist, es gibt hier einen fantastischen Zug und das ist Springer B7. Wer hat denn den gesehen? Normalerweise war das ein Schluck Tee-Moment. Jetzt habe ich aber keinen Tee hier aktuell. Ich habe zumindest noch mal mein zweites Schluck Tee-T-T-T-Shirt angezogen. Ein fantastischer Gewinnzug. Warum? Naja, das Ding ist, dieser Springer hängt noch immer. Ja, und was machen wir jetzt mit dem? Den können wir gar nicht decken. Also muss er ziehen. Er zieht nach C6 und jetzt seht ihr alle, was daraus folgt. Bumm. Turm schlägt C6, Turm schlägt C6 und diese hässliche, beziehungsweise aus weißer Sicht wunderschöne Gabel. König muss ziehen, wir nehmen auf C6 und schwuppsdiwupps haben wir einen Bauern, Entschuldigung, eine Figur mehr. Und das ist natürlich komplett aussichtslos. Das braucht man nicht weiterspielen. Schwarz hat nur einen Bauern für die Figur, wenn er wenigstens zwei hätte. Aber hier die letzten Züge, das wurde dann rausgeblitzt. Und nach König G3, Turm A3 und Springer F5 hat Jan Nepomniachtchi die Partie aufgegeben. Ein Meisterstück. Vielleicht ist das nicht für jeden von euch was, aber das ist wirklich, sagt, erinnert ihr euch noch an die Eröffnung? Also an diese russische Verteidigung, das ist unglaublich, wie man daraus so eine Position rausholen kann. Und in dieser Springer, ne, ihr wisst schon, der ist hierhin gehüpft und hierhin und hierhin und hierhin und hierhin und hierhin und keine Ahnung und wieder hierhin. Das ist, ja, das ist fantastisch. Und mehr kann man dazu nicht sagen. Nun, wie ist dieses Match denn ausgegangen? Also, es wird ja nur über zwei Repe-Partien gespielt im Losers Bracket. Ja, also, es stand jetzt 1 zu 0 für Maxim Bashier-Lagraf. Und die zweite Partie, die gewann ebenfalls Maxim Bashier-Lagraf. Das heißt, er ist im großen Finale gegen Magnus Carlsen. Und das ist eine kleine Überraschung, finde ich, weil Jan Nepomniachtchi ist natürlich auch absolute Weltklasse. Aber er musste sich hier dem Frenchman geschlagen geben. Maxim Bashier-Lagraf in absoluter Topform. Er stand auf Verlust in der zweiten Partie, das muss man fairerweise dazu sagen, aber kompliziert, irgendwelche Mattmanöver, die es gar nicht gab und so weiter. Am Ende des Tages hat er eben gewonnen und deswegen ist er im großen Finale gegen Magnus Carlsen und ich berichte natürlich darüber. In diesem Sinne, ihr lieben Schachfans, dann wünsche ich euch mal einen schönen Abend, einen schönen Tag, wann auch immer ihr das Video seht und wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da.
drückt die Glocke, so verpassen wir nämlich oder ihr gar nichts mehr oder unterstützt mich gerne auch via PayPal. Vielleicht schaffen wir ja die 10.000 Abonnenten noch bis Jahresende. Es fehlen nicht mehr so viele, ja, so 400, ne, 450 irgendwie so. Würde ich mich sehr freuen. In diesem Sinne, macht's gut, tschüss.